Guck in dein schönes Gesicht. Warum bist du hier? Ich bin hier, weil ich lernen möchte, meinem Körper das Beste zu geben, was er verdient hat. Ich habe fast 30 Jahre Alkohol getrunken. Ich kann andere gut versorgen. Ich habe einen Blick für jeden. Und ich mache das gerne. Du hast es gefunden. Aber für mich selbst nicht. Noch nicht. Sag nichts. Ich möchte mich in meinem Körper einfach so wohlfühlen, dass ich weiß, ich habe das Beste für dich getan, Körper. Drin. Aber ich tue es halt nicht. Ich möchte für mich sorgen lernen. Und weniger weinen. Ich möchte weniger weinen. Sport, Essen. Ja. Das ist gut. Machen wir. Ich freue mich darauf. Ich freue mich wirklich, wirklich so sehr darauf. Was ist deine Geschichte? Ich bin in einer Familie geboren, in einer russischen, sehr konservativen Familie. Beide Eltern haben mich sehr geliebt, aber ich habe keine Liebe gesehen. Ich war einfach gefangen, weil die Eltern haben sich hinterher gestritten. Und ja, gestritten, nicht nur gestritten, das war Geschrei, das war bis zum Blut. Aber wenn ich diese Bilder sehe, wie Mama in die Badewanne fliegt. Und ich als Kind, die nennen mich auch immer Friedemacher. Ich habe versucht immer, ich lebe, ich glaube, ihre Wünsche und ihre Leben. Und sie sagen mir zumindest, ach, du musst jetzt heiraten, du musst jetzt ein Kind bekommen. Und wieso machst du das nicht? Und so gefühlmäßig habe ich diese Probleme. Also, sie werden keine verstehen. Die werden denken, hey, lebe für dich, ist egal, was deine Familie sagt. Aber es ist nicht egal. Papa hat 7 Jahre keinen Urlaub gemacht, damit ich tanzen kann. Mama hat nachts irgendwie Kleider gemacht, damit ich tanzen kann. Die haben gespart, damit ich tanzen kann. Die haben alles gemacht, damit ich etwas erreiche. Und wie kann ich sagen, mir interessiert eure Meinung nicht. Wir machen das zusammen, okay? Danke.